Es geht Facebook, wir sind wieder hier im Planer Küchenland. Heute gibt es was Abgefahrenes. Wir machen ein Surf and Turf. Wir haben dafür unsere riesen Gambas, Dry-Aged Rinderfilet und das Ganze machen wir auf gebratenen Morscheln, grünem Spargel und Blattspinat. Richtig lecker. Wir haben noch eine kleine Action für euch. Schreibt uns euer Lieblingsgericht rein oder ein Gericht, das ihr gerne hättet, das ich für euch koche. Nach euren Vorgaben und ihr könnt live dabei sein und das ganze Ding auch essen. Also ihr seht mir zu, wie ich das Ding nach deinen Vorgaben koche und du darfst es live mitessen. Also kommentiert, was das Zeug hält. Wir fangen an. Wir fangen natürlich wie immer mit dem an, was am längsten dauert. Unsere Riesengarnelen. Das hier ist unser Dry-Aged Rinderfilet. Sehr gut. Kennt ihr bestimmt auch. Das sind Morscheln. Wie man Morscheln zubereitet, werdet ihr gleich sehen. Wir müssen sie zunächst erstmal abbürsten und halbieren und nochmal von innen ein bisschen ausbürsten. Dann sind die fertig zum Gebrauch. Blattspinat, ganz frisch, so wie es sein soll. Grüner Spargel vom Bauern, frische Kräuter. Später löschen wir die Soße mit ein bisschen Weißwein ab und mit Rinderjus. Achtet drauf, also wenn ihr eine gute Firma habt, die einfach so ein naturbelassene Jus im Glas verkauft, könnt ihr sowas gerne auch mal für eine Soße nehmen, um euch eine frische Soße zu ziehen. Da braucht ihr jetzt nicht extra eine Jus aufsetzen. Ist ja klar, das macht zu Hause wenig Sinn, außer man hat eine Großfamilie. Riesengarnelen sind eigentlich relativ easy zuzubereiten. Wir schneiden hier einmal so ein bisschen in den Kopf rein. Nicht jeder ist so schmerzfrei und kann das, was in dem Köpfchen drin ist, mitessen. Ich liebe es, wenn es mitgebraten ist. Die großen Garnelen funktionieren genauso wie die kleinen Garnelen. Das heißt, wir schneiden den Kopf ab, gehen einmal hier vorne mit dem Messer rein, mit einem scharfen Messer und schneiden einfach hier den Rücken einmal auf. Hinten am Rücken liegt der Darm. Den Darm möchte natürlich kein Mensch mitessen. Deswegen schälen wir das jetzt hier einmal runter. Das ist natürlich bei dem Kaliber, macht es richtig Spaß mit den Riesengarnelen. Hier sind noch die Reste vom Darm, wie man sieht. Das müssen wir jetzt einfach unter fließendem Wasser ausspülen. Darm raus. Und das war's. Das Ganze machen wir jetzt zu zwei Rinderfilets, logischerweise zweimal. Also nochmal zum Mitmachen. Kopf ab. Daraus könnt ihr eine richtig gute Fischsuppe zum Beispiel kochen. Und ich gehe mal hier zu euch rum. Einstechen und mit einem spitzen, scharfen Messer einmal hier die Rückenwand entlangfahren. Nicht zu tief schneiden, weil ihr natürlich die Garnele damit aufschneidet. Und je mehr ihr sie einschneidet, desto schneller wird sie gar. Einmal abschälen. Und wieder unter fließendem Wasser ausspülen. Wir machen die Garnelen im Dampfgarer. Das heißt, das Einzige, was wir mit denen machen, ist, wir würzen die mit ein bisschen Kräutersalz. Von beiden Seiten. Bisschen Olivenöl und das hier ist Ajo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist Knoblauch mit Zitrone und Gewürzen gemischt. Das gibt es in gut sortierten Gemüseabteilungen, ich beziehe es aus der Metro, das steht dann in so einem Kühlregal, gibt es verschiedene Dinge, das ist was relativ cooles. Gibt einen richtig guten Geschmack zum Fisch. Damit pinseln wir jetzt die Riesengarnelen ein. Und das war's. Wir lassen sie noch kurz stehen. Sobald wir anfangen, unser Fleisch zu braten, geben wir die Riesengarnelen in den Dampfgarer. Wer den Luxus nicht hat, kann sie natürlich auch ganz normal in der Pfanne anziehen, ablöschen mit Weißwein und dann werden die richtig gut. Immer dran denken, wer Fisch verarbeitet und danach was anderes verarbeiten möchte, immer ein neues Schneidebrett, ein neues Messer nehmen, damit wir gar nicht das Problem kriegen wegen den Salmonellen, dass eine Kreuzkontamination entsteht. Das ist ein Fachlatein. Ich will jetzt hier nicht schlaumeiern. Unsere Morscheln
Ich habe schon mal ein paar halbiert. Die bürsten wir jetzt einmal von außen schön ab und einmal von innen schön durchfahren und dann geht das ratzfatz. Also Moscheln oder Pilze allgemein sollte man jetzt nicht waschen, sondern sofern es geht, trocken abbürsten. Dann bewahren die auch den schönen Geschmack, verwässern nicht. Wir versuchen natürlich, wenn wir Pilze zubereiten in der Pfanne, auch immer so wenig Flüssigkeit am Anfang, wie es geht, reinzugeben, weil die Pilze zum Großteil aus Wasser bestehen und erstmal das Wasser loswerden sollen, damit der Geschmack drin bleibt und wir so viel Geschmack, wie es geht, drin haben. Und das schadet im Endeffekt das Wasser dann einfach nur. So, noch zwei. Und das war's. Morscheln sind vorbereitet, das heißt, wir können uns jetzt schon mal unserem Rinderfilet widmen. Rinderfilet machen wir hier auf unserem Teppanyaki-Grill. Ist eine ganz tolle Erfindung, weil den können wir uns einfach hier auf so ein Induktionsfeld draufstellen, darauf grillen, braten und dann später einfach wie eine Pfanne wieder sauber machen. Also wir haben nicht das ständige Gekratze, wie man es dann von einem gewöhnlichen Grill, von einer gewöhnlichen Grillplatte kennt. Das Rinderfilet ist gesalzen, das salzen wir immer vorab ein bisschen. Pfeffern tun wir es erst im Nachhinein. Der Grill, wie immer, sehr gut vorgeheizt. Das braten wir jetzt von beiden Seiten an. Und dafür habe ich mir hier so ein Schälchen vorbereitet. Da können wir dann das Rinderfilet ein bisschen auf die Seite legen, damit es nicht direkt auf der Grillplatte liegt. Es ruht ein bisschen, die Temperatur zieht von unten nach oben durch und dann können wir es später noch mal kurz vor Ende schön auf dem Grill anziehen. Die Garnelen kommen in den Dampfgarer. Hier ist hier einfach auch so ein wunderbares Lochblech. Da drin bleiben sie genau 7 Minuten. Los geht's. Nicht wundern, dadurch, dass wir hier nachts die Sicherung aus und anmachen, stimmen die Uhrzeiten auf den Backöfen und auf den Dampfgarern nie überein. Das Fleisch tun wir jetzt einmal wenden. So. Geben hier nochmal ein bisschen von unserem Kräutersalz drüber und Pfeffer. Und nebendran können wir jetzt schon mal ein bisschen Rosmarin auf den Grill geben. Das merkt man sofort, wenn man es auf den Grill gibt, kommt so ein richtiger Kräutergeschmack durch den Butterschmalz, indem wir die Kräuter hier mitbraten. Gehen wir noch ein bisschen drunter. Für unsere Soße geben wir wieder ein bisschen Butterschmalz in die heiße Pfanne. Nicht viel, wirklich nicht viel, da wir, wie gesagt, erstmal die Morscheln schön anbraten möchten. Einmal zerlassen. Und Morscheln, also die Pfanne ist wirklich knalle heiß, so wie es sein soll. Wir rösten quasi die Pilze jetzt erstmal ein bisschen an. Und wenn die angebraten sind, dann können wir nochmal ein bisschen nachölen. Entweder Olivenöl, Butterschmalz, Fett, was auch immer ihr gerne esst, was euch am liebsten schmeckt, geben wir dann gerade mit dazu. Zwiebeln. Einmal. In schöne Streifchen schneiden. Können wir die Zwiebel hier noch einmal halbieren, dann werden sie ein bisschen feiner. Und die können wir gleich hier mit dazugeben. Das wäre schön, das Aroma mit reinkriegen von den Zwiebeln. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt nochmal auf den Schnittstellen. Kriegen jetzt
Dadurch, dass Morscheln braun sind, sieht man nicht so arg, wie sie Farbe bekommen, aber es ist genau so, wie es sein soll. Ich gebe jetzt dazu noch mal ein bisschen Olivenöl. Also ich mische quasi Butterschmalz für den Buttergeschmack, Olivenöl einfach, um es ein bisschen leichter zu halten. Gibt kombiniert zusammen auch einen ganz schönen Geschmack. Jetzt kommt unser grüner Spargel mit rein. Einfach das untere Drittel wie immer abschneiden, wie man es beim grünen Spargel gewohnt ist. Dritteln und mit in die Pfanne geben. Grüne Spargel sollte natürlich immer ein bisschen knackig bleiben. So schmeckt es am besten. Auch hier wieder Kräutersalz, Pfeffer, noch so ein, zwei Minuten braten lassen, dann geben wir den Knoblauch mit dazu, damit er sein ganzes Aroma entfaltet und löschen das Ganze mit Weißwein ab und danach mit der Jus. Unser Rinderfilet darf jetzt hier entspannen oder chillen, damit die Hitze schön durchziehen kann. Hier können wir jetzt auch schon mal ein bisschen von unserem Ayo mit drüber geben. Also ihr seht, bei so einem Gericht koche ich sehr, sehr gerne mit Knoblauch. Dadurch, dass es in Öl eingelegt ist, püriert, ist es nicht so intensiv. Also es schmeckt jetzt wirklich nicht das ganze Gericht nach Knoblauch, aber es gibt eine richtig schöne Note mit rein. Auch wieder nur ein bisschen von dem Öl. Durchschwenken, Weißwein rein. Zu dem Weißwein geben wir unseren Blattspinat in die Pfanne. Der ist natürlich gewaschen. Unbedingt dran denken, den vorher zu waschen. Und lassen das jetzt alles hier ein bisschen einkochen. Und geben gleich unsere Jus mit dazu. Das Rinderfilet. Dadurch, dass es hier in diesem Metallschälchen drin ist, zieht die Hitze ganz langsam durch das ganze Fleischstück durch. Und dann wird es halt wirklich perfekt. Also ich mag mein Rinderfilet am liebsten ein bisschen mehr als englisch. Also zwischen englisch und medium. So schmeckt es mir am besten. Vielleicht habt ihr auch ein cooles Rezept für Surf and Turf. Wäre ich auch mal gespannt. Das ist jetzt eine Eigenkreation von mir. Das nehme ich gerne im Sommer mit. Also es ist nicht zu schwer. Man braucht jetzt keine Sahnesoße dazu machen, was das Gericht einfach sommertauglicher macht. Weißwein ist so gut wie eingekocht. Einfach nur die Jus mit reingeben. Und einkochen lassen. Wer es gerne ein bisschen pikanter hat, gibt noch ein paar Chiliflocken mit oben drüber. Auch immer dran denken, Chili gibt seine richtige Schärfe erst mit der Hitze ab. Also nicht zu viel, lieber ein bisschen nachwürzen mit den Chilis, als euch jetzt so ein feuerspeiendes Gericht zu zaubern. Weil die Schärfe kriegt ihr nur ganz schwer wieder aus dem Gericht raus. Unser Gemüse mit der Soße ist so gut wie fertig. Unser Rinderfilet braucht noch, ja, ich würde es mal sagen, so wie es hier vor sich hin tuckert, noch eine Minute auf beiden Seiten. Dann können wir es nochmal anbraten. Unsere Riesengarnelen, die sehen richtig gut aus. Ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera schon erkennen kann, aber ich hole sie mal raus. Jetzt wunderbar schön gegart, schön saftig, werden im Dampfgarer natürlich nicht trocken und die können wir jetzt ganz hervorragend auf unser Rinderfilet oben drauf setzen. Also besser als aus dem Dampfgarer geht's nicht. Jetzt stellen wir die hier einmal ab. Rinderfilet nochmal wenden. Zum Thema Anrichten. Gerade beim Surf and Turf
Das sieht richtig, richtig toll aus auf dem Teller. Könnt ihr ein paar Sprossen unten drauf geben. Unser Süßchen. Zuerst die Morschel mit dem grünen Spargel. Einmal hier neben dran setzen. Vielleicht noch die Morschel links und rechts. Ein bisschen dekorativ. So. Das Rinderfilet jetzt nochmal von beiden Seiten scharf anbraten. Nochmal ein bisschen nachsalzen. Es kommt einem natürlich immer vor, als wäre das jetzt extrem viel Salz. Aber durch das Braten, durch das Ruhen geht das Salz in die Kruste über, aber verliert so ein bisschen seine Intensität. Das heißt immer nochmal bevorm Servieren nachprobieren. Und dann merkt ihr, dass ihr immer noch mal kräftig nachsalzen könnt. Rinderfilet oben drauf. Und jetzt das Highlight. Dadurch, dass die Garnelen so groß sind, können wir die hier wunderbar oben drauf setzen. Das ist ein kleiner Balanceakt. Sieht aber später natürlich hammermäßig aus auf dem Teller. Dekorativ können wir jetzt noch mal hier außenrum ein bisschen von unserer Soße geben. Ein kleiner Träufler oben drüber. Also, ein richtig schönes Sommergericht. Kocht's nach, postet die Bilder. Ich habe letzte Woche schon 2, 3 Bilder zugeschickt bekommen. Also es sah auf jeden Fall richtig gut aus. Das ist ein absolutes Highlight. Dauert wirklich nicht lang, ist frisch gekocht und sieht später auf dem Teller richtig geil aus. Wenn es euch gefallen hat, teilt, kommentiert, liked, was das Zeug hält. Denkt dran, schreibt uns eure Lieblingsrezepte unten in die Beschreibung, in die Kommentare. Und ich koche es live für euch nach. Ihr dürft mitessen und ihr dürft sogar noch die 1, 2 Tipps geben, wie ihr das sonst so zubereitet. Also ich bin gespannt drauf. Bis nächste Woche. Reingeschaltet.